Lionel, ich sagte modernisieren, nicht modellieren. Ich modelliere hier mit Tonerde. Hallo, mein Schatz. Als ich noch jünger war, habe ich sowas sehr oft und sehr gerne gemacht. Ich hatte zwar nicht viel Talent, aber dafür viel Spaß daran. Weißt du, wo meine Frau abgeblieben sein könnte? Ja, natürlich. Sie ist mit Dash unterwegs. Kennst du diesen Nichols? Oh Mann, das ist gut, das ist gut. Stell dir vor, er fragt mich, ob ich Dash Nichols kenne. Ist das nicht spaßig? Sag mal, Lionel, ja? Du hast hier wohl auch deine Finger im Spiel. Was meinst du denn damit? Das weißt du doch ganz genau. Diese Überraschung, die Julia sich dieses Mal für meinen Geburtstag ausgedacht hat. Deinen Geburtstag? Das habe ich nicht gewusst. Meinen herzlichsten Glückwunsch. Oh, das hast du aber sehr schön gesagt. Genau mit dem richtigen Maß an Aufrichtigkeit, Lionel. Komm schon, du alter Gauner, du weißt doch was. Erklär mir, warum Julia immer, wenn ich ins Zimmer komme und sie telefoniert, schnell den Hörer auflegt. Und dann macht sie sich dauernd irgendwelche kleinen Notizen und versteckt sie vor mir. Vielleicht hat sie ja einen heimlichen Liebhaber. Danke, Lionel, für diese taktvolle Bemerkung. Sowas hört man ja gerne an seinem Geburtstag. Nun, vielleicht plant sie ja wirklich etwas. Ich werde wohl niemals in meinem Leben vergessen, wie Augusta mir mal zu einem meiner Geburtstage eine Überraschung bereiten wollte. Ich befand mich damals auf einem Trip durch Indien. Und da tauchte sie auf, unangemeldet mit Geschenken bepackt. Sie fuhr auf einem Lastkahn den Ganges hinunter, in der Hand eine Ausgabe des Kamasutra. Es ist ein furchtbarer Geburtstag gewesen. Bei Augusta ist man vor Überraschungen nirgendwo sicher, nehme ich an. Ich gehe jetzt. Mach du nur weiter mit deinem Kunstwerk. Oh, wen haben wir denn da? Egal, wo man geht und steht, überall begegnet einem jemand von diesen Lockridges. Ach ja, kommen Sie doch rein, Minx. Sie sind wirklich unausstehlich, Mason. Ich wollte nur Lionel sehen, oder ist das zurzeit unpassend? Unpassend? Ach du meine Güte, nein. Bitte, fühlen Sie sich ganz wie zu Hause. So wie alle anderen. Na, was sagt ihr dazu? Es ist schrecklich. Oh. Oh nein, tatsächlich. Es ist die Farbe nicht. Sie ist zu kräftig für mich. Nein, ganz und gar nicht. Aber du siehst so hinreißend darin aus, dass alle nur dich anschauen werden und nicht die Braut. Ach, Unsinn, dazu wird es sicher nicht kommen. Oh doch, dazu kann es durchaus kommen. Du siehst umwerfend aus. Aber ich schlage vor, du ziehst es schnell wieder aus, damit es nicht knittert. Tritt nicht auf den sauberen Pass auf, damit dein Make-up nicht verspielt. Ja, verstanden. Es ist wirklich süß, ganz zauberhaft. Oh, sehr schön. Ein Punkt weniger auf unserer Liste. Weißt du eigentlich, dass du da ein Meisterwerk entworfen hast? Oh, vielen Dank. Es ist wirklich nicht schlecht. So, was machen wir jetzt? Wir haben noch ganze 7 Tage und mehr nicht. Zeit genug, dir ein Hochzeitskleid zu besorgen. Mama, jetzt sei bitte ganz ehrlich zu mir. Denkst du, ich mache einen Fehler? Hast du irgendwelche Zweifel? Ich meine wegen des Kleides. Robert hat mich damit gesehen, nur ich glaube, es wäre ein bisschen albern, es deswegen umzutauschen. Ja, ja, mag sein. Vielleicht ist es das tatsächlich. Aber du bist die Braut. Du musst tun, was du für richtig hältst. Sprechen wir immer noch über das Kleid? Ich habe noch ein anderes Kleid für dich ausgesucht. Ich denke, es könnte dir gefallen. Ich hoffe, Robert ist klar, was für ein Glück er mit dir hat. Das kenne ich sonst gar nicht von dir, solche Gefühlsduselei. Natürlich nicht, aber ich bin nicht die Braut. Der Braut steht es in jedem Fall zu, ein bisschen zu fantasieren und schwärmerisch zu sein. Sie darf das alles. Lass dich nur nicht zu sehr davon mitreißen. Aber sicher lasse ich mich mitreißen. Ich möchte so total verliebt und hingerissen und aufgeregt sein, wie es überhaupt nur möglich ist, Mama. Nach all meinen vielen Fehlstarts denke ich wirklich, ich habe das große Glück gefunden und jetzt möchte ich unbedingt, dass alles vollkommen ist. Verstehst du? Ich bin sicher, dass es so sein wird. Ich wünsche es dir so sehr, mein Liebling. Eden, ich wünschte, du hättest sehen können, was Robert für ein Gesicht gemacht hat, als er zufälligerweise mitbekommen hat, wie ich meinen Anwalt angewiesen habe, das Testament zu ändern, um Kelly zu enterben. Er war fix und fertig. Ja, natürlich, das ist mir schon klar. Natürlich weiß ich, dass es Kelly wehtun wird, aber ich habe doch gar keine Alternative. Ich meine, wenn Kelly auf diese Art die Wahrheit über diesen miesen Kerl herausfindet, dann ist es mir doch lieber, das passiert, bevor es Robert gelingt, ihre ganzen Konten abzuräumen. Hallo? Wo hast du dich rumgetrieben? Ich habe die ganze Nacht versucht, dich zu erreichen. Eifersüchtig. Hey, sag mal, was ist aus deinem Vorsatz geworden, 24 Stunden am Tag wie Robert zu reden? Lass deine dämlichen Bemerkungen, mir ist heute wirklich nicht danach.
Was ist denn bloß mit dir los, Quinn? Du hast Will Kelly letzte Nacht nicht dazu bewegen können, sich auf einen vorehelichen Hokuspokus einzulassen. Lass das sein. Wir sehen uns gleich auf dem Boot. Verstanden? Du hast doch gesagt, dass es viel zu gefährlich wäre, sich dort zu treffen. Das war, bevor man uns den Boden unter den Füßen weggezogen hat. Was ist denn los? Hat Kelly irgendwas rausbekommen? Ich hab was rausbekommen. Und zwar, dass unsere hübsche kleine Kelly überhaupt keine Cola hat. Was sagst du nun? Das verstehe ich jetzt nicht. Oh Mann, es ist vorbei, verdammt nochmal. Die ganze Sache ist schiefgelaufen. Mann, es ist egal, welche Teeblätter man nimmt, um wahr zu sagen. Brandon, komm doch mal her und setz dich. Du bist jetzt Madame Ginas erstes Versuchstier. Nein, falsch. Kunde. Erst muss ich diesen Brief finden. Was für einen Brief? Den Kies, die geschrieben hat, nachdem er verschwunden ist. Hier ist er. Sieh mal, Mom. Sieh dir das mal an. Das hat Kies geschrieben. Und das hier ist der Brief aus Macau an Lionel. Schau dir die Schrift an. Es ist exakt die Schrift von Kies. Das bildest du dir nur ein, Brandon. Überhaupt nicht. Ich zeig's dir. Hier, sieh mal, wie Kies geschrieben hat. Typisch ist bei ihm, dass er Druckschrift mit Kursivschrift gemischt hat. Und dann das E. Keiner sonst schreibt so ein E. Das ist seine Schrift. Die Schrift ist ähnlich, das ist schon wahr. Es ist dieselbe. Sie stimmen genau überein. Na gut, selbst wenn sie perfekt übereinstimmen. Bei mir und Kies war das nicht so, okay? Wer sagt das? Das sagt Kies. Ich meine, bei mir kam das jedenfalls laut und deutlich so an damals in Mexiko. Und ich habe mich da sicher nicht geirrt. Na, du liebst ihn doch immer noch, oder? Es gibt viele Menschen, die ich liebe. Ich liebe dich, ich liebe Bunny. Aber das ist nicht dasselbe. Nein, das ist es nicht. Aber selbst wenn ich ihn lieben würde, womit ich nicht sage, dass ich es tue. Mit Kies und mir ist es aus, und zwar endgültig. Vielleicht sollte mir jemand wahrsagen. Was siehst du da drin? Also ich sehe dich und Kies zusammen. Ich glaube, ihr spielt Matador. Was? Was soll denn dieser Blödsinn? Du bist nicht die Einzige in dieser Familie, die übersinnliche Kräfte hat. Nein, aber ich bleibe wenigstens meistens bei der Wahrheit. Okay, Liebling, lass uns aufräumen. Wird Zeit, dass du in die Schule kommst. Was wird denn nun mit Kies? Also wirklich, es ist müßig, darüber zu reden, Brandon. Ganz ehrlich. Ich glaube nicht, dass er mich überhaupt noch will. Das weißt du doch gar nicht. Aber eins weiß ich genau. Dass es manchmal besser für ein Kind ist, einfach nur ein Kind zu sein. Und auf seine Mutter zu hören, verstehst du? Ach ja. Irgendwie ist es schon komisch. Na also, du wunderst dich auch darüber, siehst du? Komm schon, bitte, Mom. Wir suchen einfach nach ihm. Oh, Brandon, wo sollen wir denn nach ihm suchen? Seine letzte bekannte Adresse steht auf diesem Umschlag hier. Das ist der Name des Hotels, in dem er gewohnt hat. Ja, aber schau doch mal auf das Datum. Er könnte inzwischen sonst wo sein. Dann ruf das Hotel an. Vielleicht haben sie seine neue Adresse. Ja, wenn meine Großmutter Rede hätte, wäre sie ein Wagen. Komm schon, Mom. Los! Bitte. Jetzt ruf das Hotel an. Hallo, Cassie. Na, haben Sie dich tüchtig gepiesackt mit Ihren Stecknadeln? Nein, nicht mal eine Fleischwunde. Hast du Zeit für einen Schluck Eistee oder musst du schon wieder Na, weg? Eigentlich müsste ich rüber. Ich habe noch eine ganze Menge zu tun für Mason, aber für dich habe ich doch immer Zeit. Das ist ausgesprochen schmeichelhaft. Wie geht's Mason denn so? Oh. Nur so allgemein? Naja, die Oase-Maschinerie. Läuft es soweit? Oh ja, wie eine Schweizer Uhr. Sehr schön. Sowas höre ich gern. Ich hoffe, wenn der Laden läuft, kann er irgendwann dazu übergehen, sich wieder um Familiengeschäfte zu kümmern. Also zurzeit denke ich vor allen Dingen, dass Julia endlich etwas kürzer treten müsste. Sie geht vollkommen in diesem Fall auf der Verteidigung von Dash. Erinnere mich bloß nicht daran. Ich fühle
fühle meinen Blutdruck jedes Mal steigen, wenn ich daran denke. Wieso hat sie ausgerechnet diesen Fall übernommen? Nicht genug, dass sie fast dabei draufgegangen wäre. Jetzt führt diese Frau auch noch einen einsamen Feldzug gegen Oberganoven, die nicht daran interessiert sind, die Spielregeln zu achten. Dieses Spiel ist für Julia etwas völlig Neues, würde ich annehmen. Aber ich mag dieses Spiel nicht. Dieses Spiel ist nicht gut für ihre Ehe und für ihr Familienleben. Weißt du, ihr Familienleben mag vielleicht gelitten haben, aber soweit ich das beurteilen kann, funktioniert ihre Ehe hervorragend. Ich wünschte, ich könnte dasselbe sagen über dich und Sophia. Cassie, ich glaube, das Beste ist, man konservierte dich in Bernstein. Du vermittelst mir immer wieder einen Einblick in die Welt der Unschuld. Nun, irgendjemand muss die heimischen Feuer am Laufen halten. Du Hüterin der Flamme. Doch ich bitte dich, was Sophia und mich betrifft, kümmere dich nicht um die Flamme. Ich danke dir aber trotzdem. Du hast Köpfchen, Samantha. Also hör schön auf, Minx. Ja. Du darfst dich nie und von niemandem herumschubsen lassen, Schatz. Es sei denn, sie sitzt auf der Schaukel. Ein herrliches Alter. Da sind die Kinder wie ein Gefäß, das nur darauf wartet, gefüllt zu werden. Und ich warne sie. Ich warne sie? Ja, mein Schatz, ich will deinem Daddy nur etwas erklären. Hüten Sie sich, sie mit Fertiggerichten und Fernsehen zu füttern. Ist das klar? Ja, du bist ein unerschöpflicher Quell mütterlicher Weisheiten. Wo ist Mama? Mutter. Ich kann mich wirklich nicht daran erinnern, dass du im Haus herumgerannt wärst und Dr. Spock oder vielleicht Lassie geächtet hättest. Ich kann mich nicht mal daran erinnern, dich dort überhaupt sehr oft gesehen zu haben. Ja, natürlich, du hast recht. Ich sehe ein, ich habe damals zu wenig Zeit mit dir verbracht. Also machen Sie nicht denselben Fehler. Das Ergebnis solch eines Fehlers sitzt nämlich gerade vor Ihnen. Der weltältestes Reklamekind für den Abstieg und den Verfall der amerikanischen Familie. Ja, ich habe dasselbe Plakat in meinem Bad zu hängen. So viel zu den glorreichen Tagen. So, Schätzchen, und du wirst jetzt erstmal dein Erdnussbutter-Sandwich bekommen, das Papa dir vorhin schon versprochen hat. So ein blödes Gewäsch. Zu meiner Zeit kannten wir noch die Bedeutung von Mut. Wir haben Rückgrat und Entschlossenheit besessen. Ja, vor allem stand dir ein kleines Vermögen zur Verfügung, als du 21 warst. Das nur nebenbei. Nicht das Geld war es, das uns so weit gebracht hat. Aber jetzt sag ich dir mal was, Lionel. Wenn du auch nur ein Zehntel der Power und des Antriebes hättest, das wir in diesen Zeiten hatten, verstehst du, dann hätten wir jetzt ein Dach über dem Kopf und müssten nicht hier sitzen und anderen Leuten auf den Geist gehen. Also, meine liebe Mutter, jetzt redest du dummes Zeug. Es hat ein gewisses Maß an Energie gebraucht, dass wir unser Dach über dem Kopf verloren haben. Ich habe sie aufgebracht, weil ich das Leben meiner Frau retten wollte. Und ich schwöre dir, ich würde es wieder tun, wenn ich die Chance dazu hätte. Du bist ein sentimentaler Blödian. Und du bist eine alte Giftspritze. Was? Ja, hallo? Du bist eine zynische alte Frau. Mason, hier ist Cassie. Das ist eigentlich lauter, ich kann dich kaum verstehen. Aber ich habe recht. Und was ist denn los bei euch? Ach nichts, ich bin nur von lauter Wahnsinnigen umzingelt. Was gibt's denn? Ich hätte da so einiges mit dir zu besprechen und würde gern zu dir kommen. Geht das? Nein, das ist nicht der Ort für eine zivilisierte Unterhaltung. Aber wie wär's denn mit dem Polo-Club in circa einer Stunde? Ist gut. So, und jetzt herrscht hier Ruhe. Der Kampf ist vorbei und ich würde für unentschieden plädieren. Also, ich muss für eine Weile weg und Mrs. Cobb hat ihren freien Tag. Könnte ich Sie möglicherweise dazu überreden, für die Zeit, in der ich weg bin, auf Samantha aufzupassen? Selbstverständlich. Und Sie versuchen auch nicht, irgendwelche diffusen Lockridge-Gedanken in Ihren kleinen Kopf zu packen, während ich weg bin? Oh nein, gewiss nicht. Na, also dann. Ich bin im Polo-Club, falls irgendwas sein sollte. Jetzt hör auf zu schmollen. Irgendwie siehst du dann immer aus wie ein kleines Schweinchen. Sehr schmeichelhaft. Ah, Maxwell ist schon unterwegs. Er kommt sicher gleich. Hoffentlich hat er einen passenden Anzug gefunden. Für einen Mann mit solch unfehlbarem Geschmack dürfte das wohl kaum ein Problem sein. Ich bin überzeugt, er sieht ganz wundervoll aus. Dieser Gentleman, wenn er heute Nachmittag mit Cici zusammentrifft. Na, besser wäre es, wenn Cici auch nur den mindesten Verdacht schöpft, dass wir den armen Max vorschieben, um unseren Besitz zurückzukaufen, werden wir ihn wohl nie wiederbekommen. Ach, bitte nicht. Ich denke, dass unsere Chancen recht gut stehen. Ich bin sicher, es wird nicht mehr lange dauern, bis wir wieder in der Lockridge-Gasse wohnen. Und wenn es soweit ist, dann werde ich vielleicht aus dieser Hundehütte raus und in mein Haus umziehen. Jetzt lass uns erstmal das Geschäft machen, dann regeln wir alles Weitere. Also ich würde vorschlagen, dass wir Cici ein Vorkaufsrecht gewähren auf diese Hundehütte. Dann hat er was, um seine Wunden zu lecken. Der arme, arme alte Mann. Hey, was ist passiert? Cici Capwell hat gestern Abend mehr als
Getränke und Essen aufgetischt. Drück dich bitte klarer aus. Was zur Hölle ist hier los? Ich habe mit angehört, wie er am Telefon mit seinem Notar, Anwalt oder wem auch immer gesprochen hat. Ja, und? Unsere kleine Erbin ist auf dem besten Weg, enterbt zu werden. Was? Du hast richtig verstanden. Kelly kriegt von ihrem Daddy keinen Cent. Warum? Warum wohl? Der will mich fertig machen. Ganz einfach. Mit dem Ehevertrag hat es nicht geklappt. Nun hat er einen anderen Weg gefunden, ihr den Geldhahn abzudrehen. Weiß Kelly das? Nein, sonst hätte sie darüber gesprochen. Also jedenfalls ist ganz sicher, dass unser Vorhaben gescheitert ist und dass wir uns einen Plan einfallen lassen müssen, der uns aus dieser Situation heraushilft. Ich habe einen. Es ist der Plan, über den wir gestern diskutiert haben, und nur er kann uns hier heraushelfen. Du meinst einfach abhauen, dann war das hier alles umsonst? Nein, es muss noch einen anderen Weg geben. Nein, 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 Quinn. Hier ist das Ende der Fahnenstange. Wir müssen verschwinden, solange überhaupt noch die Chance dazu ist. Craig Hunt zum Beispiel sitzt mir im Nacken und der ist gefährlich. Du musst die Hochzeit vergessen und vergiss Kelly. Wir müssen da irgendwie rauskommen, Quinn. Und wie soll das gehen? Also, du gehst sofort zu Kelly und dann erzählst dir irgendeine Geschichte. Du sagst, du müsstest aus geschäftlichen Gründen die Stadt verlassen und wir verschwinden mit der nächsten Maschine. Und in ein paar Tagen werden sie natürlich Roberts Leiche finden und einen Brief dazu. Und darin steht in Roberts Schrift, dass er nicht damit fertig wird, dass er ein kläglicher Versager ist. Und dass es ihm nicht gelungen ist, sein Imperium wieder aufzubauen und dass er keine Chance mehr hat. Er hat sich entschlossen, sein Leben zu beenden, weil er nicht will, dass Kelly ihr Leben an so einen verplempert. Die arme kleine Kelly. Da wird mal wieder die Trauer einziehen in dieses Haus. Quinn, wieso zögerst du noch? Es ist nicht ganz so leicht, wie du meinst, klar? Wieso musst du immer alles so kompliziert sehen? Weißt du, der Mann, den ich hier ursprünglich mit einbezogen habe, hätte nicht lange darüber nachgedacht, seine Verluste zu teilen und die Segel zu streichen, wenn es nötig ist. Irgendwie hast du dich verändert, Quinn. Du bist ein anderer Mensch. Das bildest du dir ein. Das bilde ich mir nicht ein. Gestern, als du aus New Orleans zurückgekommen bist, ist mir das nämlich schon aufgefallen. Dieser Akzent, diese Art zu reden, du wolltest mich nicht anfassen. Nicht mal ansehen wolltest du mich. Quinn hätte gewollt. Aber du nicht. Was redest du da für dummes Zeug? Ich bin Quinn. Dann beweise es. Na los. Du musst auf schnellstem Wege zu Kelly gehen und dich von ihr verabschieden. Ich weiß, es wird bestimmt nicht leicht sein, aber für mich war es auch nicht immer einfach. Ich bin von den Typen gejagt worden. Sie haben mich verfolgt, mir Fragen gestellt und mich immer wieder bedrängt. Und wofür? Quinn, da ist noch eine Chance für uns. Wir können uns noch retten. Wir müssen nur schnellstens verschwinden. Wer weiß, was noch passiert, wenn wir hier bleiben. Das wird auf alle Fälle nichts Gutes sein. Das kann ich fühlen. Tu, was zu tun ist. Und tu es jetzt. Was soll's? Also gut, dann erzähle ich Kelly, dass ich auf Geschäftsreise gehen werde. Sie wird mir das schon abkaufen. Ich mache damit weiter, bis du vergessen hast, dass Carrie Capoy je existiert hat. Ich werde jetzt gehen. Hallo? Habe ich das Vergnügen, mit Mr. C.C. Capwell zu sprechen? So ist es. Wer ist da? Ich stelle mich erst mal vor. Mein Name ist Maxwell Hammer. Bis vor kurzem hatte ich meinen Wohnsitz noch im schönen Boston. Ich habe mich in diese kleine Perle am Meer so verliebt, dass ich mich entschieden habe, für immer hierher zu kommen. Das ist sicher ein Kompliment. Aber wenn Sie ein Empfangskomitee erwarten, haben Sie sich verwählt. Nein, 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 Mr. Capwell, da missverstehen Sie mich. Sehen Sie, ich habe Freunde hier, die sich ziemlich gut auskennen, was Grundstückskäufe anbelangt. Und in diesen Kreisen wird gemunkelt, dass Sie gerade kürzlich ein sehr großes, genau neben Ihrem Besitz liegendes Stück Land erworben haben. Das ist doch richtig, ja? Wieso interessieren Sie sich dafür? Ich habe mir gedacht, Sie verkaufen es vielleicht. Ich habe es nämlich gesehen und muss zugeben, ich bin völlig hingerissen davon. Ich würde gern mit Ihnen darüber reden. Na, sieh mal an. Tja, dann schlage ich vor, dass einer meiner Leute
Kontakt mit Ihnen aufnimmt. Mir ist natürlich klar, dass Sie ein sehr beschäftigter Mann sind, Mr. Campbell. Aber wenn es nicht zu aufdringlich ist, dann würde ich Ihnen mein Angebot lieber persönlich unterbreiten, ohne die Anwesenheit einer dritten Partei. Sie haben wahrhaftig meine Aufmerksamkeit erregt, Mr. Hammer. Ah, das freut mich. Würde Ihnen der Polo-Club vielleicht zusagen? Sagen wir um 14 Uhr? Sie beweisen Stil. Polo-Club. 14 Uhr. Ich sehe Sie dann. Mein Gott, sieht so aus, als hätten wir ihn. Ich erhebe jetzt meine Kokosnuss und trinke auf dich und Robert. Ich wäre gern bei euch. Dein wilder Mann aus Borneo, Ted. Ich wünschte, er wäre hier. Er fehlt mir. Das wünschte ich auch. Was ist in dem Karton? Ich weiß nicht, was es ist. Ich traue mich gar nicht reinzusehen. Haben die Standesämter in Borneo? Also, ich denke nicht. Mama. Oh, das ist ja wunderschön. Sieh dir das an. Ich habe das vor 4 Monaten in Paris an Land gezogen. Das ist dein Geburtstag, dein Weihnachts- und vor allem dein Hochzeitsgeschenk. Ich hoffe, es gefällt dir in Liebe, Ted. Das ist typisch für Ted. Ich finde ihn wunderschön. Eine nette Idee. Abgesehen davon, dass dir Ted fehlt, irgendetwas ist doch mit dir. Wieso? Was meinst du damit? Tja, weißt du, Kelly, während du Kleider aussuchst mit Cassie und deine Pakete aufmachst, da, naja, du versuchst zu lachen und einen glücklichen Eindruck zu machen, aber ich glaube dir nicht. Ich bin nur ganz schön erledigt, verstehst du? Es ist doch einiges zu planen und, Wenn du irgendwas zu sagen hast, dann bitte, sag es. Gut, da du gefragt hast, werde ich mal loslegen. Ich habe dich beobachtet. Ich habe dich beobachtet, wenn du mit der Familie zusammen bist. Und ich habe dich beobachtet mit Robert. Und ich kann das Gefühl nicht loswerden, dass all deine Fröhlichkeit aufgesetzt und erzwungen ist. Und irgendwie wirkst du so, so wie eine Hausfrau, die eine Party gibt und nur darauf achtet, dass es alle Gäste nett haben. Mama, was erwartest du eigentlich von mir? Ich muss die Familie um mich versammeln, obwohl es eigentlich der schönste Tag in meinem Leben werden soll. Ted wird nicht kommen. Mason ist ganz bestimmt in Ordnung, aber er lebt sein eigenes Leben. Daddy ist... Und Eden. Aber Daddy steht der Sache jetzt wohl etwas offener gegenüber. Ich glaube, er hat inzwischen akzeptiert, dass wir heiraten werden. Du hast zu mir gehalten, aber auf irgendeine Weise ist das drumherum eine Ein-Mann-Show für mich gewesen. Okay, und jetzt wirst du mir erklären, wieso es für dich so wichtig ist, was andere Menschen davon halten. Aber ihr seid doch meine Familie. Ist es denn zu viel verlangt, dass ihr zu mir haltet? Sag mir, dass du keinerlei Zweifel hast. Sag mir, dass du dir ganz sicher bist, dass Robert dich liebt und nicht Eden. Ich bin da ganz sicher. Ich hatte Zweifel, aber die habe ich nicht mehr. Ich will Roberts Frau werden. Ich will diese Hochzeit. Ist gut. Dann wird es auch so kommen. Genau. Und jetzt sprechen wir nicht mehr darüber. Nein. Wir sollten jetzt lieber die anderen Pakete öffnen. Natürlich. Wollen wir das nochmal durchgehen? Wenn Cici tobt, toben Sie. Wenn er rumbrüllt, brüllen Sie auch rum. Wenn er Sie kratzt, ich sehe, Sie haben mich verstanden. Bei Cici kommt es immer darauf an, wie das Spiel gespielt wird. Machen Sie sich keine Sorgen, Lionel. Ich bin trocken hinter den Ohren. Mein Freund Barney Baruch hat stets nach einem Händeschütteln seine Finger gezählt. Ich kann mich noch gut daran erinnern, du konntest manchmal sehr überzeugend auftreten, Maxwell. Und gelegentlich auch taktlos. Tja, also, dann würde ich vorschlagen, Maxwell geht jetzt auf die Reise. Es ist immer von Vorteil, als Erster am Tisch zu sitzen. Du hörst, Maxwell, wie sehr wir auf dich zählen. Habe ich dich je enttäuscht? Nein. Also los, dafür haben wir auch noch später Zeit. Tja, dann vergessen Sie nicht, was ich gesagt habe. Das ist alles hier drin. Viel Glück. Gott, das ist ja eine beschämende Vorstellung gewesen. Ja, das kann man wohl sagen. Ich rede über dich. Du willst Maxwell Tipps fürs Geschäft geben? Ich meine, so dumm kannst du doch eigentlich gar nicht sein. Ach, sieh an. Und was ist mit dir? Der ganze Unsinn von gelegentlich auch taktlos. Und wenn er vor dir steht, führst du dich auf wie ein Teenager. Ach, hör doch auf. Ja, ich weiß. Das kommt daher, weil ich mich bei diesem Mann so außerordentlich jung fühle. Es ist nicht zu fassen, wie viele grässliche Dinge hatte dieser Mann zu verkraften. Vielleicht ist er gar nicht der Mann, für den du ihn hältst. Tja, also wie mir scheint, ist der da wohl nicht der Einzige. Hallo?
Happy Birthday. Sandra, du musst heimlich einen Blick in meinen Führerschein geworfen haben. Oh, so viel Raffinesse ist wirklich nicht nötig gewesen. Ich habe im Kalender gesehen, dass du das heutige Datum rot angestrichen hast. Wer macht denn bloß solchen Blödsinn? Aber nur um mir zu gratulieren, bist du doch wohl nicht hergekommen, oder? Doch, allerdings ist da noch etwas anderes, über das ich gerne mal mit dir reden möchte. Ich weiß nicht recht, wie ich anfangen soll, denn es geht um etwas, das mich im Grunde nichts angeht. Stimmt was nicht? Ich habe deinen Vater zufällig telefonieren hören. Ich wollte ihn nicht belauschen, aber ich wollte mich gerade auf den Weg machen und dabei habe ich gehört, wie er sagte, er wollte Kelly enterben. Was? Ganz sicher? Ich wünschte, ich hätte mich verhört. Zu wem hat er das gesagt? Ich glaube, Eden. Hörte sich an, als wäre es wegen Kellys Vermählung mit Robert. Natürlich deswegen, da bin ich ganz sicher. Er und Eden überlegen doch schon seit Wochen, ob es nicht möglich wäre, die Hochzeit zu verhindern. Verdammt nochmal. Dein Vater wird das doch nicht wirklich machen, oder? Verlass dich drauf. Wenn Cici Käpfel nicht gerade auf der Haupttribüne steht und allen vorspielt, wie sehr er seine Kinder liebt, ist er damit beschäftigt, die Grausamkeiten für ihre Bestrafung auszumalen. Aber das geht auch für seine Verhältnisse zu weit. Wo willst du hin? Ich gehe zu Kelly. Falls die Bombe schon geplatzt ist, wird sie Hilfe brauchen, um das zu verkraften. Und wenn nicht, dann denke ich, es wird besser sein, sie erfährt's von mir. Eins muss man ihm allerdings lassen. Wenn er die Braut freigibt, dann gibt er sie mit Leib und Seele frei. Entschuldige mich. Hallo, Mason. Was ist denn hier passiert? Jetzt schau dir das mal an, hä? Man scheint uns doch irgendwie zu lieben. Ja, kommt mir auch so vor. Ich hab was zu bereden mit dir. Ich weiß. Ach ja? Mhm, komm her. Setz dich. Komm schon. Robert. Was ist? Es ist mir vollkommen klar, dass dir der Hochzeitsrummel auf die Nerven geht. Und dir wurde auch nicht gerade ein roter Teppich ausgerollt und das Gefühl gegeben, dass du willkommen bist. Ja. Und mein Vater hat zwar scheinbar seine Meinung geändert, aber Eden reitet immer noch da draußen durch die Gegend auf ihrem Besenstiel. Also wirklich, ich schäme mich dafür, wie sie sich verhalten haben. Und ich möchte mich bei dir für sie entschuldigen. Oh nein, das musst du nicht tun. Oh doch. Es ist nur einfach so. Sie kennen dich nicht so gut, wie ich dich kenne. Ich war noch sehr klein. Da fragte ich immer meine Mutter, was nun wichtiger wäre. Zu lieben oder geliebt zu werden? Sie hat mir nie richtig darauf geantwortet. Aber ich glaube, ich weiß es jetzt. Ich habe durch dich erfahren, wie wichtig beides ist. Ich möchte dir danken. Carrie, danke mir nicht, bitte. Das ist wirklich kein Grund, verlegen zu werden. Ist es das gewesen, worüber du mit mir reden wolltest? Ja, genau. Und du hast dafür wirklich schöne Worte gefunden. So, und nun schauen wir uns das hier an. Ja, komm, ich will dir zuerst mein Lieblingsgeschenk zeigen. Es ist von meinem Bruder Ted. Ted ist ein Vagabund, wer weiß, ob du ihm jemals begegnen wirst. Ist das nicht wundervoll? Ah ja, ist das Ding antik? Wir werden ihn in unser Wohnzimmer hängen. Genau, da passt er hin. Wir haben noch nicht mal darüber gesprochen, wo wir nach den Flitterwochen leben werden. Stimmt. Konnte das nur passieren? Tut mir so leid. Sei vorsichtig, schneide dich nicht. Au! Hey, lass mal sehen, komm her. Komm mal her. Naja, es ist nur ein Kratzer. Besser? Ist schon gut. Tut mir leid, Schatz. Lass uns ein Stückchen rausgehen, okay? Wir könnten runterlaufen ans Wasser. Du bist scheinbar überhaupt nicht abergläubisch, was solche Sachen anbelangt, oder? Nein. Solange ich dich habe, kann mir nichts geschehen. Na los, jetzt komm schon. Zeig mal hier. Jetzt, wo ich das nochmal lese, klingt es so kalt und sachlich, aber glaub mir, so ist das nicht gemeint. Es fällt mir so schwer, das alles zu ertragen. Ich kann ohne die Arbeit leben, ohne die Stadt, aber ich weiß nicht, wie ich es ohne dich aushalten soll. Ich kann nicht bleiben und ich kann dich auch nicht bitten, mit mir zu kommen, weil es so oder so kein gemeinsames Leben für uns gibt. Ich weiß, ich bin ein Egoist. Ich sollte dir alles erklären und dir sagen, dass du ohne mich nochmal von vorn anfangen sollst. Der Gedanke, mich von dir zu trennen, macht mich wahnsinnig. Gina, die Zeit mit dir war die schönste Zeit in meinem Leben. Gib Brandon einen Kuss von mir und sage ihm, dass ich ihn lieb habe wie einen eigenen Sohn. Ich bete zu Gott, dass du mir verzeihst, dass ich mich so davonstehle. Dies ist kein Auf Wiedersehen in Liebe, Keith.
Hotel noch immer nicht erreicht? Doch, doch, ich habe dort angerufen und ihnen eine Geschichte aufgetischt, dass Keys Mutter krank wäre und ständig nach ihm fragen würde. Der Mann war wirklich nett. Er sagte, er würde nachforschen und dann anrufen. Wow, das ist doch klasse. Nein. Du bist klasse. Ich? Ja, du. Du hattest recht. Ich habe niemals einen Mann so sehr geliebt wie Keys. Mr. Maxwell, ich möchte aufrichtig sein. Ich kann mich nicht so recht mit dem Gedanken anfreunden, das Anwesen zu verkaufen. Es hat irgendwie einen sentimentalen Wert für mich, abgesehen vom Marktwert. Nun, einem Gefühl kann man keinen Wert zuordnen. Ich respektiere das. Und ich bin sicher, Santa Barbara hat ganz bestimmt eine Reihe begehrenswerter Anwesen zu bieten, die mein Portemonnaie nicht so immens belasten würden. Doch es ist so. Und vielleicht wiederhole ich mich auch auf die Gefahr hin, dass Sie mit Ihrem Preis gleich noch um 10% raufgehen. Ich habe mich einfach verliebt in dieses Anwesen. Ich meine, ganz abgesehen von der wundervollen Aussicht. Und die Geschichte dieses Ortes ist sehr spannend. Ja, mein Geschichtsfreund. Nun ja, nur auf persönlicher Ebene. Ich hab's gern, meine Umgebung kennenzulernen. Und mit den Leuten zu schwatzen. Dadurch kriege ich einen Eindruck von dem Ort. Also mit anderen Worten, ich bin eine alte Klatschbase. Das sind wohl alle hier in der Stadt. Sie kennen nicht zufällig jemanden persönlich von den Lockridge's, hm? Ach, nein, nein, ich habe nur von Ihnen gehört. Ah ja, der Portier von meinem Hotel hat mir ganz schön in den Ohren gelegen, als ich ihm erzählt habe, dass ich bei dem Anwesen war, aber ich hielt das meiste für übertrieben. Tja, da würde ich lieber nicht drauf wetten. So, kommen wir aufs Thema zurück. Falls ich Ihnen das Anwesen verkaufe, was haben Sie dann damit vor? Tja, zuerst mal würde ich natürlich warten, bis alle Bauarbeiten beendet sind und dann sofort einziehen. Und Ihre Familie? Nun ja, ich bin das, was man einen freien Mann nennt. Meine liebe Frau ist inzwischen schon einige Jahre tot und wir hatten keine Kinder. Tja, und so bin ich für keinen verantwortlich, nur für mich. Und natürlich für meine Angestellten. Was tun Sie beruflich? Ach, wissen Sie, ich befinde mich längst im Ruhestand. Da sind Sie aber ein glücklicher Mensch. Ich gebe zu, dass ich noch kräftig mitmische. Ich kriege hin und wieder Tipps, Sie verstehen schon, was ich meine, für Spekulationen und sowas. Ich mache das nur aus alter Gewohnheit, da steckt noch so drin. Jetzt will ich mich allerdings doch irgendwo niederlassen. In meinen eigenen vier Wänden, wenn Sie mich verstehen. Dann verbringe ich meine goldenen Jahre in Bequemlichkeit und Ruhe. Ja, das ist sehr interessant. Aber ich sollte doch auf das zurückkommen, was ich vorhin sagte. Ich weiß nicht, ob ich verkaufe. Vielleicht könnten 15 Millionen Dollar Sie überzeugen. 15 Millionen? Aber Sie wissen doch noch gar nicht, was ich haben will. Das ist ein reeller Preis. Woher wissen Sie das? Ich weiß, auf welchen Preis das Anwesen geschätzt wird. Ja, aber Sie vergessen offensichtlich den sentimentalen Wert, den ich erwähnte. Und der ist nicht veröffentlicht worden. Könnte man diesen Wert nicht vielleicht auch in Dollar beziffern? Ich glaube, dass er an die 5 Millionen über Ihrem Angebot liegen wird. Klingt nicht unvernünftig. Ich bin doch nicht so sentimental. Wissen Sie was, Mr. Hammer? Ich denke darüber nach. Wie erreiche ich Sie? In einem wunderhübschen Hotel. Wo Sie sich hoffentlich wohlfühlen. Ja, natürlich. Also, wenn Sie möchten, kontaktieren Sie einfach jemanden bei der Bay Cities Bank. Ja, und überprüfen Sie meine Vermögensverhältnisse. Aber ich denke, die sind in Ordnung. Na, das nehme ich doch an. Auf Wiedersehen. Sie hören von mir. Danke. War mir ein Vergnügen. Cassie, tu mir einen Gefallen. Was denn? Überprüfe die Kreditwürdigkeit dieses Mannes. Vielleicht mache ich mir wirklich zu viel Gedanken. Und wenn Cici den Braten riecht? Wird er nicht. Du weißt, ich bin die Erste, die Cici den nötigen Respekt entgegenbringt. Aber sich mit einem Lockridge geistig zu messen, ist ein völlig anderes Niveau. Er kann sich weigern zu verkaufen. Ihn interessiert nicht, wem das Land gehört. Hauptsache niemandem von uns. Ich habe ehrlich gesagt nicht gewusst, wie viel dir dieses Land bedeutet. Du bist Archäologe, du solltest es besser wissen als sonst jemand. Wieso? Es ist nicht nur der Grund und Boden. Es ist die Geschichte, es ist die Kontinuität, es sind die ganzen Jahre von einer Generation zur nächsten. Dieses Stück Land ist unser Halt. Mhm.
Irgendwas stimmt hier nicht. Nicht, was du sagst, sondern wie. Sag mal, was soll diese Bombe? Dieses Land ist unser Halt. Mutter, was redest du denn da für einen sentimentalen Blödsinn? Ich bitte dich, hör mal, als ich aufgewachsen bin, warst du doch die meiste Zeit gar nicht dort zu sehen. Warum wohl hatte dein Pass mehr Eintragungen als ein Telefonbuch? Minx Lockridge, Erdenmutter. Irgendwie kriege ich das nicht zusammen. Nun, vielleicht habe ich ja ein wenig übertrieben. Allerdings als Ablenkungsmanöver war das Ganze keinesfalls zu überbieten. Was meinst du damit? Gewonnen. Gut, dass wir draußen waren. Alles wieder gut? Sicher, wieso? Du machst dich immer noch fertig wegen dieses Spiegels. Ich werde es überleben. Kelly, also jetzt hör mir mal zu. Wir brauchen sowas nicht. Aberglaube ist etwas für andere, nicht für uns. Ich habe auch ohne Talisman meinen Weg zu dir gefunden. Also, sei nicht abergläubisch. Vergiss das, okay? Schon vergessen. Gut, so habe ich's gern. Und würdest du jetzt etwas zum Mittagessen haben wollen? Ich bin zwar hungrig, aber ich gehe lieber zurück ins Haus. Ich muss noch eine Menge erledigen, wenn du willst, dass diese Hochzeit stattfindet. Ist gut, wir telefonieren dann, okay? Ich liebe dich. Kelly? Mhm. Sieh zu, dass du nicht unter Leitern durchläufst, okay? Ich denke dran. Na, ist gut. Bis bald. Bis bald. Du Bastard, du hast ihr nichts gesagt. Das ist doch absoluter Irrsinn. Wieso schreibt Keith plötzlich an Lionel? Und was soll das mit Macau? Bisher habe ich noch nicht mal gewusst, wo das liegt. Und jetzt ist es plötzlich jedermanns Lieblingsreiseziel. Erst Lionel, dann Keith. Ist schon komisch. Was sagen die Leute denn nun im Hotel? Dass Keith vor ein paar Tagen abgereist ist. Und, wissen Sie seine neue Adresse? Oh ja. Das El Morro Hotel. Ich habe vor ein paar Wochen einen Bericht darüber gelesen. Es ist in San Diego. Da sitzen so reiche Typen rum, dass sie nicht mal Filmstars reinlassen. Aha, aber was sucht Keith in so einem Laden? Er wird sich ein feines Leben machen, dieser Schleimer. Und ich muss mich hier als Kellnerin über Wasser halten und lebe in einem abgehalfterten Wohnwagen. Warte nur, bis der mir in die Finger kommt. Genauso liebe ich dich, Mom. Ich wusste ja, du lässt dich nicht hängen. Wirst du ihn anrufen? Nicht nur das. Ich rufe ihn an auf seine Kosten. Wieso hast du ihr nichts gesagt, Quinn? Wieso hast du ihr nicht gesagt, dass du weg willst? Weil es nicht möglich war. Aber wieso denn nicht? Weil zu viel passiert ist drüben im Haus. Es war der falsche Zeitpunkt. Ist ja rührend. Ich habe gesagt, du sollst dir erzählen, dass du für ein paar Tage wegfährst und nicht, dass du mit ihr ins Bett gehen sollst. Ich sagte doch, der Zeitpunkt war ungünstig. Nein, ich denke, der Zeitpunkt war absolut perfekt. Nein, du machst mir nichts vor. Ich erkenne es sofort, wenn du lügst. Halt sofort die Klappe, ich warne dich. Wenn du nicht feige bist, Quinn, dann sagst du es mir. Du hättest es Kelly sagen können, aber nein, du wolltest es ihr nicht sagen, liege ich da richtig? Was hat sie gemacht? Hat sie geweint? Sie legte ihren Kopf auf die Schulter und sagte, dass sie dich liebt und dich braucht. Und du glaubst ihr. Du hast sie an dich rangelassen, Quinn. Diese dreckige kleine aufgetakelte. Sofort lass mich los! Dreckiges Maul halten! Hast du verstanden, was ich dir sage? Oh Gott, ich habe recht, du. Du stehst wirklich auf sie. Es wäre absolut sinnlos, es zu leugnen. Ich sehe dir das einfach an. Nein. Irgendwas stimmt doch hier nicht. Das letzte Mal bist du in meinem Zimmer gewesen, um mit mir Monopoly zu spielen. Da war ich 12. Ich wollte an einem Ort mit dir sprechen, wo wir nicht gestört werden. Jetzt rede endlich, Mason. Was ist denn? Ich wünschte, es würde einen Weg geben, um das abzuschwächen, aber den gibt's wohl nicht. Also ich denke, ich komme einfach damit raus. Dad hat die Absicht, dich aufgrund deiner Heirat mit Robert zu enterben. Oh ja, natürlich. Ich mein's ernst, Kelly. Er hat heute schon mit seinem Anwalt darüber geredet. Wieso?
Ich vermute, dass er damit rechnet, dass dich dein zukünftiger Ehemann Robert in dem Moment vor dem Altar stehen lassen wird, indem er begreift, dass er keine reiche Erbin heiratet. Robert heiratet mich doch nicht wegen meines Geldes. Kelly, ich hoffe es nicht und ich will dir glauben, es ist sicher kein Geheimnis. Ich bin nicht gerade Robert Barrs größter Fan. Aber ich denke, er empfindet wirklich sehr viel für dich. Tja, was soll's. Offensichtlich denkt unser Vater darüber etwas anders. Es ist ja für mich schmeichelhaft, wenn mein eigener Vater denkt, dass ich nur wegen meines Geldes einen Mann bekomme. Ich hätte es wissen müssen, als er verlangt hat, dass Robert den Ehevertrag unterschreibt. Natürlich hättest du es wissen müssen. Das ist doch Familientradition. Wenn jemand unseren Stammbaum aufzeichnen würde, was meinst du, wie viele gebrochene Zweige auf CCs Konto gehen würden? Die Sache mit dir und Joe Perkins, weißt du noch? Daddy war dagegen. Bei mir und Mary ist er absolut besessen gewesen. Ganz schlimm war es bei Cruz und Eden. Ich kann heute noch nicht verstehen, dass sie das Ganze nicht zerbrochen hat. Also wie steht's? 3-1. Nicht übel für einen Mann, dem immer noch ein paar Jahre bleiben, um mitzuspielen. Ich finde, es ist an der Zeit, dass er abdankt. Nein, Mason, warte, nein. Wieso? Was meinst du mit nein? Du kannst ihn doch nicht einfach so dein Leben führen lassen. Ich habe auch gar nicht vor, das zu tun. Ich werde die Sache natürlich regeln, und zwar auf meine Weise. Und wann es mir beliebt. Und ich verspreche dir eins. Daddy wird sehen, dass es ein Fehler war, zu glauben, dass er mich damit von einer Hochzeit mit Robert abbringt. Du stellst ihn doch nicht etwa zur Rede. Nein, ich muss sofort zu Robert. Mein Vater verhindert, dass meine Hochzeit im Kreis der Familie stattfindet. Und ich sehe keinen Grund, weshalb wir da nicht auf dem schnellsten Wege heiraten sollten. Möglicherweise noch heute Nacht. Hallo, heute ist Esther Schweinsabend. Zuerst löst sie ihren ersten Fall in der Serie Zwei Partner auf sechs Pfoten. Dann ist sie bei mir mit Michele Oliveri und dem Hund Lou. Außerdem kommen Udo Lindenberg, Paola und Kurt Felix und hoffentlich Sie. Bis dann.